Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute spielen wir wieder eine neue Folge von Roblox. Ich weiß, es kam länger nichts auf meinem Kanal, aber ich werde es ganz schnell und ganz kurz erklären. Momentan habe ich einiges um die Ohren, das heißt, ich habe nicht so viel Zeit. Aber ich werde trotzdem versuchen, ab jetzt ein bisschen aktiver Videos zu machen. Auch wenn nur jede Woche ein Video kommt, ich werde versuchen, jetzt öfters Videos zu machen. Jedenfalls, Leute, wir testen nämlich heute diesen komischen Spielmodus. Ich habe gesehen, der ist seit kurzer Zeit so ein bisschen mehr im Hype. Keine Ahnung, viele Leute spielen das gerade. Oh, da ist jemand, der mich erkennt. Hi, Mister, ich bin Brooks. Und deshalb wollte ich mir das Ganze angucken. Das Ganze heißt nämlich Sonic Speed Simulator oder sowas in der Art. Und man kann irgendwie rollen. Ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert. Oh, man kann die Charaktere kaufen. Okay, das sehe ich schon. Haustiere kann man auch haben. Okay, dann kann man auch nur irgendwelche Dings haben. Okay, keine Ahnung. Okay, und jetzt kann man hier irgendwie entlang rollen. Oh, wie habe ich das jetzt gemacht? Ja, wir können Sachen aufsammeln. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, let's go. Okay, wir rollen hier einfach mal durch die Gegend. Hallo. Leute, ich bin ultra langsam. Bringt mir das hier irgendwas? Ich kann jetzt ableveln. Ich bin jetzt gerade, also oben seht ihr irgendwie die Leiste, wo ich irgendwie ableveln kann oder sowas. Oh, das heißt, immer wenn ich ablevel, habe ich irgendwie mehr Geschwindigkeit oder so. Ich bin auf jeden Fall schneller. Oh, das ist cool. Man kann Berge wirklich abrollen und so. Oh, ich habe eine Kiste. Ich kann eine Kiste öffnen. Okay, Leute, was kommt aus dieser Kiste raus? Ich habe 500 Ringe bekommen. Achso, man kann sich hier Ringe kaufen und so. Ja, let's go. Komm, wir kaufen uns einfach mal für 50. 4000 Ringe. Okay, also ich verstehe schon, man ist irgendwie nach einer Zeit ein bisschen schneller und kann irgendwie ein bisschen besser durch die Gegend rollen. Nee, ich komme da nicht nach oben. Okay, dann machen wir halt den Umweg. Okay, let's go. Wow. Wow, okay, das ist cool. Okay, oh, ein Rennen startet. Ja, ich glaube, ich brauche mit meiner Geschwindigkeit nicht mal ein Rennen anzufangen, oder? Sollen wir es probieren? Ja, komm, lass es einfach mal probieren. Ja, wir werden es probieren, ein Rennen zu spielen. Okay, let's go. Leute, ich brauche viel zu lange dafür. Okay, also irgendwie geht das voll schnell, aber irgendwie dauert es am Anfang auch irgendwie ein bisschen länger. Gib mein Bestes, komme ich da überhaupt hoch? Ich werde da niemals im Leben hochkommen. Let's go! Nein, 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 nein. Okay, Leute, wir laufen hoch, wir laufen hoch. Let's go! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, alles gut. Nein, 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 warte, es geht in einer Sekunde zu Ende. Okay, ich sehe aber auch hin, gibt es auch Obbys und sowas in der Art. Können wir irgendwie eine Obby machen und kriegen dadurch Level? Wir gehen jetzt zu Green Hill Obby, okay? Drücke Sprung, halte Sprung. Okay, man kann hier irgendwie eine Obby machen oder sowas in der Art. Okay, okay. Okay, nochmal von vorne das Ganze. Let's go. Okay, Leute, ich habe so ein bisschen das System verstanden. Also wir sind zwar ein bisschen langsam, aber ey, Leute, ohne Witz, ich muss sagen, das hat auf jeden Fall Potenzial, das Ganze. Also ich merke schon, wie ich Lust habe. Nein! Also ich merke auf jeden Fall schon, wie ich Lust bekomme darauf, das Ganze hier weiterhin zu spielen und euch dann natürlich Videos darüber zu bieten. Das ist klar, ne? Das Ganze müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Mach du Heilige. Okay, okay. Ab geht's rüber. Da werde ich niemals rüberkommen. Ich hab's geschafft. Okay, Leute. Das war's dann auch mit dem Video. Lasst ein Like da. Nein! Ich war fast am Ende. Okay, aber wenigstens ist das eine einfache Obby. Also die geht wirklich schnell. Okay, Leute. Wir werden es nochmal versuchen, okay? Ich weiß, ich krieg's hin. Ich weiß, ich kann es hinbekommen. Ach du Heilige. Da hoch. Da hoch. Da hoch. Da hoch. Und da hoch. Okay, perfekt. Und jetzt machen wir was? Wir können jetzt hier rüber. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Okay, ich werde was versuchen. Ich werde es aber bereuen. Ah! Okay, ich habe es geschafft. Okay, ich habe als Belohnung 500 Ringe bekommen. Das kann ich jetzt in 6 Stunden nochmal machen. Oh, und ich kann die nächste Kiste öffnen. Das ist auch cool. Let's go. Was bekomme ich? 200 Ringe. Was bringt mir 200 Ringe? Wow, schau nach oben. Es ist eine Sonic-Karte. Wenn du sie sammelst, kannst du als Sonic spielen. Was? Wo? Da. Das ist wirklich eine Sonic-Karte. Aber wie komme ich da hin? Leute, ich glaube, ich bin noch nicht so weit, dass ich diese Sonic-Karte bekommen kann. Leider. Okay, oh, hierfür muss man Level 15 sein. Ich bin Level 8 gerade. Aber Leute, was sehe ich? Ich muss ja von diesen Dingern hier ein bisschen was einsammeln. Und deshalb werden wir einfach mal ein paar von hiervon sammeln. 300 Stück müssen wir einfach davon einsammeln. Meine Güte. Hi, Sonic. Okay, perfekt. Sehr gut. Okay, ich würde aber sagen, wir machen nochmal so ein Rennen. Ja, jetzt sind wir ja ein bisschen schneller. Und wir sind nicht alleine sogar. Ja, genau. Habt ihr es gesehen? Guck mal, wie langsam ich bin und wie schnell die auf einmal sind. Okay, und ich habe eine Kiste, die ich auch öffnen kann. Das heißt, wir werden hier einfach mal eine Kiste kurz öffnen. Ja, mitten im Rennen. 200 Ringe. Ja, ich habe auch nichts anderes erwartet. Also das ist ein Spiel, da kann man halt wirklich was erreichen. Da macht man ja irgendwas, um schneller zu werden. Und wenn man schneller wird, dann kann man leichter diese ganzen Kristalle hier zum Beispiel einsammeln und höher ableveln. Oder diese pinken Kristalle, meine ich natürlich. Und dann bekommt man ja so Pads und so Charaktere und sowas. Aber dafür muss man halt sich ein bisschen Mühe geben und so. Und dann irgendwie, wenn man höhere Level erreicht, kann man auch irgendwie in andere Welten. Also muss natürlich die Obbys abschließen. Aber ich muss noch Level 15 werden, damit ich irgendwie die nächste Obby abschließen kann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Was ist das hier? Ja. Aber ich habe mir gerade mal ein bisschen was angeguckt. Und zwar habe ich mir angeguckt, was man mit diesen Coins denn so machen kann. Nämlich, Leute, hier hinten
können wir irgendwas kaufen und dann kriegen wir, glaube ich, ein Pad, oder? Ja, ich habe ein Pad bekommen. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder sowas in der Art, aber ich habe ein Pad bekommen. Okay, selten. Ich habe 2 seltene Pads. Leute, ich weiß aber nicht, ob das gut ist, was ich da gezogen habe. Können wir nochmal? Würdest du sagen, let's go? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das gut ist, was ich hier mache. Gewöhnlich, okay? Gelbes Ciao. Oh, ich habe die nächste Kiste und das ist die letzte normale Kiste, glaube ich, wo man halt was, ja, und 1300 ist gar nicht mal so schlecht. Aber in 8 Minuten kann ich die Kiste öffnen. Das heißt, je nach Minuten, wenn ich jetzt 2,5 Stunden spiele, dann bekomme ich diese Kiste. Aber ich will mir ja nochmal ein bisschen was an Pads holen, um zu gucken, ob ich es schaffe, unbekommen. Ich will das Lilane bekommen, das hier. Okay, nein, wir haben aber, glaube ich, haben wir immer dieselben Pads bekommen? Wo kann man hier im Menü? Haustiere. Ah, man kann die entwickeln lassen. Aber wie? Okay, man kann es ausrüsten. Kann man es dann entwickeln? Nee. Wir haben jetzt ein Pad ausgerüstet und das kommt jetzt mit uns. Ah, okay. Und das levelt jetzt gleichzeitig mit. Oh, wir leveln, glaube ich, schneller dadurch. Kann das sein? Tatsächlich, Leute, wir leveln jetzt dadurch, also schneller dadurch, glaube ich jedenfalls, wenn ich jetzt nichts komplett falsch verstanden habe. Also für mich sieht es gerade so aus, würde ich ultra schnell leveln. Aber guck mal, wie viel Erfahrung ich bekomme. Eine Sache will ich aber jetzt probieren. Ich möchte probieren, komm. Wie weit komme ich? Oh, ich bin weitergekommen als beim letzten Mal. Okay, Leute, also ich level gerade übertrieben schnell. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und hier können wir auf jeden Fall in die nächste Hobby reingehen. Let's go. Was? Wow, was war das? Hä? Irgendwie kann ich jetzt höher springen oder sowas. Okay, Leute, egal. Wir gucken uns jetzt nochmal an hier hinten. Ganz entspannt. Hä? Wie funktioniert das denn? Oh, ich verstehe. So halb. Okay, man muss immer irgendwie das Ganze anvisieren und dann kann man... Aha, okay. Ich hab verstanden. Ey, Leute, wenn man immer schneller wird, dann macht das irgendwie übelst Spaß und man kann irgendwie übelst viel damit machen. Warte, kann ich jetzt springen und dann... Ja! Oh mein Gott, Leute, wisst ihr, was das ist? Wir können Sonic werden. Okay, Leute, ich glaube, ich hab's verstanden. Hallo? Warum komme ich da nicht mehr hoch? Warte, wie kann ich denn da hochgehen? Okay, Leute, wir werden es jetzt nochmal probieren. Ja! Ich habe einen neuen Charakter, ich bin Sonic. Ich kann Sonic sein. Sonic, ausrüsten. Oh mein Gott, Leute, ich bin Sonic. Leute, ich kann jetzt Sonic sein. Hä, das ist ja mal übertrieben cool. Jetzt bin ich Sonic. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt noch schaffen werde, Sonic zu werden. Aber wir können jetzt auch die nächste Kiste öffnen. Das ist auch cool. Ich habe 3000 Erfahrung bekommen. Also laufen ist ultra schnell. Und irgendwie, wenn man länger läuft, dann ist man auch irgendwie ultra schnell unterwegs. Habt ihr gesehen, wie schnell der unterwegs war? Okay, Leute, ich werde mir auf jeden Fall die hier noch zusammensammeln. LOL, was war denn das für ein krasser Boost? Okay, Leute, werden wir es schaffen, jetzt gleich genug von denen zu haben, von den Kristallen, und irgendwie Dings freizuschalten? Oh nein, das Event ist gerade vorbei. Okay, man muss jetzt ein bisschen abwarten die ganze Zeit so. Das Event startet aber immer von neu, das heißt, immer kommen neue von diesen Kristallen. Jetzt fliege ich auf jeden Fall viel höher. Was ist das hier? Oh, hier oben ist auch so eine Maschine, aber mir fehlt ein bisschen was. Okay, Leute, ich werde noch ein paar Ringe sammeln, würde ich sagen. Und danach werden wir auf jeden Fall mal hier gucken. Oh, 1000 Ringe, let's go. Ich habe mir die Belohnung da oben geholt. Okay, das ist nice, auf jeden Fall würde ich sagen. Okay, Leute, let's go, auf geht's nach oben. Oh mein Gott, ich bin viel zu schnell. Okay, jetzt sind wir hier, zack, let's go. Was bekommen wir jetzt? Bitte enttäusch mich nicht. Ausrüsten. Warte, wenn ich jetzt... Ja, wenn ich jetzt Dings habe ich einen roten Strahl hinter mir. Ja, das ist aber auch voll gut. Also, warum nicht? Okay, Leute, ich weiß nicht, wie viel von dem ganzen Zeug ich ins Video schneiden werde, weil das Video geht jetzt schon über 35 Minuten. Oh, und hier sind... Okay, perfekt. Wir haben 3 Stück, Leute. Und jetzt haben wir ganz genau genug erreicht, damit wir eigentlich jetzt hier zu diesem Event gehen können. Und wir haben es unlocked. Das heißt, wenn ich jetzt ins Menü gehe und dann hier unter Pets, dann haben wir ein neues Pet. Oh, und hier sehe ich, der ist Level 3 und dann kann man die irgendwie nach einer Zeit entwickeln oder sowas. Ah, und die geben halt immer mehr Erfahrung. Hier zum Beispiel das Pet, was ich jetzt bekommen habe. Oh, man kann mehrere ausrüsten. Aber ich habe jetzt 3 Pets ausgerüstet. Das heißt, ich bekomme zusätzlich noch mehr Erfahrung. Und wenn ich dann zum Beispiel Ringe einsammle oder sowas in der Art, habe ich automatisch mehr Ringe. Das heißt, ich will das auf jeden Fall mal testen. Ey, glaub mir nicht alles. Also wenn ich so viel bekomme, dann kann ich wirklich schnell ableveln. Und Ringe bekomme ich auch ultra viele auch noch. Leute, das ist krass. Schaut mal an, wie schnell ich nach oben Dings, wie schnell ich level. Leute, guckt euch das an. Ich habe gerade eben Level up gemacht und ich habe schon das nächste Level up. Okay, hier ist die nächste Obby, let's go. Verlorenes Tal. Und ich glaube, wenn wir diese Obby hier machen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann dürften wir eine neue Welt freischalten. Was ist gerade passiert? Ich bin viel zu schnell unterwegs. Oh, das war nur der Weg ins verlorene Tal. Okay, sehr gut. Alter, man kann hier so viel Zeug sammeln. Warte, komme ich da hoch? Warte, das will ich jetzt probieren, wie weit ich da hochkommen kann. Okay, es geht. Nicht so weit, aber es ist schon besser als nichts. Oh, Leute, ich sehe, da oben ist noch eine Karte. Warte, komme ich da irgendwie hoch? Also man kann hier auf jeden Fall hochspringen. Genau. Und wenn ich jetzt hier rüber... Nein! Okay, warte, ich mache das ein bisschen falsch, glaube ich. Warte, ich zeige euch, wie ich das mache. Und zwar so. Let's go! Wir haben Tails unlocked.
Wir haben schon wieder einen neuen Charakter. Oh, ich kann die nächste Kiste öffnen. Habe ich voll irgendwie verloren. Okay, die nächste Kiste gibt mir noch mehr Erfahrung. Warum nicht? Warum nicht? Aber ich möchte jetzt einfach mal den neuen Charakter... Wow, yes, Leute. Hä, wie cool. Leute, der kann irgendwie so voll krass fliegen und so. Okay, was mich aber jetzt interessieren würde. Let's go. Nein, mach doch den ganzen Kreis. Warum machst du ihn nicht? Leute, wenn ihr vergleicht, wie langsam ich am Anfang war und wie krass ich jetzt irgendwie dabei bin. Okay, ich weiß nicht, wie man die Maus irgendwie steuern muss währenddessen. Okay, Leute, wir haben es jetzt irgendwie geschafft, das maximale Level, Level 50, zu erreichen. Und jetzt haben wir Wiedergeburt. Ich habe mich gerade eben informiert, was ist Wiedergeburt. Und das Ding ist folgendes. Man kann jetzt Wiedergeburt machen. Wir werden jetzt wieder bei Level 0 anfangen, haben aber jetzt doppelte XP und bekommen 7000 Ringe dafür, dass wir jetzt Wiedergeburt machen. Das heißt, wir sind jetzt Level 1. Wir sind ultra langsam, ja, aber wir haben halt unsere Pads, womit wir halt schneller leveln können. Und ihr seht schon, Leute... Wir leveln gerade die ganze Zeit ab. Das heißt, wir werden immer schneller, weil wir halt doppelte Erfahrung haben. Und zusätzlich haben wir halt noch unsere Pads hier. Das ist ultra krass. Ich muss einfach nur so 10 Kristalle oder sowas sammeln und dann bin ich sofort Level up. Das ist so krass, Leute. Aber ich bin jetzt schon Level 29 und es ist, was weiß ich, 2 Minuten her, seitdem wir die Wiedergeburt gemacht haben. Woo! Oh mein Gott, hier sind ja voll viele von denen. Warte, da will ich aber auf jeden Fall hoch. Und da einfach runter. Let's go. Und dann durch die 1700 Erfahrung. Also Leute, ich habe jetzt schon das Gefühl, wir sind fast so schnell, wie wir vorhin waren. Und wir leveln immer noch so ultra schnell und wir haben so viele Coins, das ist nicht mehr normal. Oh mein Gott, wir haben das erste Mal in unserem Leben einen Kreis geschafft. Also Leute, ihr seht, ich level immer noch so ultra schnell. Also guck mal, wie schnell ich wirklich hier ein Level Up bekomme oder sowas in der Art. Ich sehe die ganze Zeit diese Level Up Anzeige. Und das Ding ist, ich bin jetzt schon über Level 50. Das heißt, höheres Level, als ich vorhin war, als ich angefangen habe. Okay, let's go, durch den ganzen Kreis. Okay, schade, leider nicht. Leute, ich hätte das selbst nicht gedacht, aber es geht ultra schnell, um diese ganzen Dinger hier zu sammeln. Also locker. Also wir können jetzt bis Level 75 machen, aber dann Dings hier. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Alter, das ist doch so krass. Also wir haben jetzt so ein hohes Level. Leute, wir haben jetzt wieder Level 75 erreicht. Das heißt, wir haben sozusagen die Zeit für unsere nächste Wiedergeburt. Das ist so richtig krass. Okay, Leute, ich will jetzt hier nochmal für 4000. Das ist jetzt die nächste Maschine, die wir hier gefunden haben. Episch. Leute, ich habe was Episches bekommen. 20% stand es nur dafür. Okay. Was? Ich habe noch was Episches bekommen. Ich habe dieses 15% Chance-Tier bekommen. Wenn ich jetzt noch das Tier bekomme, Leute, dann übertrieben krass. Leute, ich hab's bekommen. Ich habe 3 geöffnet und die 3 epischen Sachen bekommen. Wie krass ist das? Hä? Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, Haustiere, ausrüsten, ausrüsten. Ach, du Heilige. Okay, Leute, wir haben jetzt diese 3 Pets ausgewählt. Von dem bekommen wir schon 22 Ringe, wenn wir durch einen Ring gehen. Und die sind halt noch nicht abgelevelt. Aber die können ableveln und dann haben wir sozusagen mehr von denen. Und irgendwann sind die halt so hochgelevelt, dass wir die entwickeln können. Und dann sehen die auch anders aus und so. Das ist richtig krass. Hier haben wir jetzt ein neues Dings bekommen. Das will ich mir auch nochmal anschauen. Also wir haben irgendwie so einen Blitz hinter uns, den wir hinter uns herziehen. Leute, auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, habt ihr Lust auf mehrere Videos hiervon, weil ich habe hier gerade hier dran jetzt gerade mega Spaß. Wir haben jetzt die Wiedergeburt aktiviert. Das heißt, Leute, wir sind wieder bei Null. Leute, guck mal, wie viel Erfahrung ich bekomme pro Dings, was ich aufsammle. Also Leute, wir leveln wirklich, wirklich schnell und habt ihr Lust, dass ich hiervon einige mehr Videos bringe, wo ich einfach nur rumspiele oder habt ihr Lust, dass ich Secrets zeige? Das habe ich nämlich auch gesehen, dass es einige Leute gibt, die genau das machen. Schreibt mir das Ganze in die Kommentare und zeigt es mir einfach, dass ihr das wollt, mit dem ihr einfach einen Daumen nach oben da lasst. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch ganz viel Spaß in dem Spiel haben und wahrscheinlich noch weiterhin ein bisschen ableveln. Weil Leute, ich sag so, ich spiele das Spiel selbst. Irgendwie habe ich ultra Lust darauf. Ich bin jetzt einfach schon Level 18 wieder. Okay, Leute, zum Ende der Folge möchte ich nochmal so ein Race machen, wie ich auch letztes Mal gemacht habe. Also am Anfang des Videos. Und wir werden einfach mal schauen, wie krass weit wir kommen werden. Ach du Heilige, das ist doch nicht mehr normal. Das ist echt krass, Leute. Wir können hier so viel Erfahrung sammeln und alles Mögliche. Hä, wir haben es geschafft. Es ist fertig. Okay, Leute, zum Abschluss von dieser Folge sind wir jetzt im dritten Land, zwar Emerald irgendwas, Emerald Hill, genau, Emerald Berge. Und hier können wir ebenfalls Sachen kaufen. Und ich werde jetzt mein restliches Geld hier ausgeben, als ob ich Erfahrung bekomme. Aber gut, ich will auf jeden Fall diesen Blitz haben. Das wäre auf jeden Fall nice, wenn ich den Blitz bekommen würde. Okay, nee, den Blitz will ich nicht. Ich will nämlich den seltenen Blitz. Das kostet zwar 8000 Ringe, aber es ist besser als nichts. Okay, bitte, 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 bitte. Okay, Erfahrung, episch, das ist schon mal nicht so schlecht. Aber komm, ich kann noch einmal... Bitte gib mir den lilanen Blitz. Nein, Erfahrung. Okay, Erfahrung ist aber auch nicht so schlecht. Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich eine Kiste öffnen kann. Was ist...
LOL, habe ich dreifache, wie heißen das, Ringe. Als ob ich jetzt dreifache Ringe habe. Das heißt, wenn ich einen Ring einsammle, sind das drei plus die Pads noch dazu. Das heißt, es sind ultra viele. Oh mein Gott, Alter, ich bekomme so viele Sachen. Ich bin auch kurz vor 1000 von den pinken Dingern hier. Okay, jetzt haben wir noch eine Kiste, die wir öffnen können. Aber das wird jetzt die letzte Kiste sein, die ich öffnen werde. Und ich habe Triple Ring für 5 Minuten bekommen. Okay, aber ich werde jetzt nochmal Wiedergeburt machen. Ihr seht, vierfacher XP-Multiplikator. Wir sind Level 100. 21.000 Münzen. Let's go. Wir müssen es so oder so machen, damit wir überhaupt weiterkommen in den Leveln. Okay, Leute. Und jetzt haben wir das nächste Tier unlocked. Und zwar das hier unten für 1000. Ich glaube, es war das hier unten, ne? Jedenfalls ist das auch ultra krass, dieses Dings. Ich kann euch ja mal hier zeigen, wie viel das Ganze jetzt wert ist hier. Wir haben das hier. Hier seht ihr alles. Der gibt mir 261 Erfahrung mittlerweile. Und halt immer mehr. Und das ist so krass. Und wir haben ja halt so viele Pads noch, die wir hier benutzen können oder sowas in der Art. Anstelle von dem Pad können wir das hier benutzen, weil das besser ist. Aber Leute, ich würde jetzt erstmal sagen, nachdem ich Level 83 bei der dritten Wiedergeburt bin, dass ich nach 1,5 Stunden die Aufnahme beende und sage, das war's mit dem Video. Lasst unbedingt Daumen nach oben da für diese XXL-Folge. Das wird wahrscheinlich eine XXL-Folge sein. Und ansonsten würde ich sagen, falls ihr mehr wollt, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar mit Dingen, die ich alles machen kann hier in diesem Spielmodus. Falls ihr öfters Videos wollt, dann ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben oder so. Und haut rein. Ciao!